Wir fahren weiter und damit willkommen zurück zu einer neuen Episode von Final Fantasy 15. So, das letzte Mal haben wir im Wald eine weitere Königswaffe gefunden und machen uns wieder auf nach KM. Ja, und im Hintergrund dudelt schön die Final Fantasy Musik, Final Fantasy 7 Musik von Genova. Richtig geiles Theme. Ich hab's letztes Mal schon gesagt, der Soundtrack von Final Fantasy 7 ist einfach... Muchas grande. Und wir sind nur noch 1 Kilometer entfernt, das heißt, wir sind bald da. 2 Abzweigungen haben wir bisher genommen. Einmal die Basis zu zerstören und dann eine weitere Königswaffe zu finden in dem Wald. Dann haben wir nämlich das auch schon mal abgehakt und dann geht es gleich weiter mit der Hauptstory. Und was uns jetzt erwartet, weiß ich noch grob, aber auch nicht mehr alles. Ich sag, das ist schon echt Jahre her, seit ich Final Fantasy 15 gespielt habe. Und ja, bei so vielen Spielen, die ich spiele, ist mein Hirn dann auch mal manchmal ein bisschen löcherig. Weil es ist was ganz anderes, so ein Spiel durchzuballern, als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Resident Evil 3, was du in 2 Stunden durchballern kannst. Wovon redest du? Wir kommen dich doch besuchen. Stimmt's? Ja. Jetzt habe ich wieder Bock, Final Fantasy 7 zu zocken. Der Nachfolge, beziehungsweise der zweite Teil von Final Fantasy 7 Remake steht ja an. Ich würde nicht sagen bald, aber er kommt. Square Enix hat ja schon einen Trailer veröffentlicht und ich bin mal sehr gespannt auf so Charaktere wie jetzt zum Beispiel Cid, KZ und zum Beispiel der Gold Saucer und sowas, ne? Und die Rückblenden mit Tifa. Es hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und bin mal sehr gespannt auf den zweiten Teil. Auch das Themensong. Wow. Schön, einfach schön. Ich liebe dieses Spiel. Also ist in meiner Top 10 der besten RPGs aller Zeiten auf jeden Fall in den Top 3. Okay, wir wollen kurz einen Abstecher zur Küste machen, warum nicht? Mann, war ganz schön eng. Sorry, dass ich so viel Platz weggenommen habe. War nur Spaß. Reg dich ab. Außerdem bist du es, der zu breit ist. Wo sie recht hat, hat sie recht. Gladio ist einfach mal das Dreifache von ihr gefühlt. So. Da liegt ein Item. Was wollen wir jetzt hier? Hab ich nicht ganz mitbekommen. Ich noch gelabert habe. Wollen Sie ein Foto machen? Wollen Sie den Rest laufen? Gibt es hier einen Platz, wo man ein Foto machen kann? Genau, mit denen hier. Kanagi soll derzeit in Altissia weilen, nicht wahr? Ob sie in Akkordo... Hast du von dem Anschlag gehört? Von luzischen Terroristen auf die Basis? Ein Brigadegeneral liegt angeblich im Krankenhaus. Ist nett hier, aber ich würde sagen, wir fahren weiter, oder? Los, gehen wir. Auf geht's! Pinkelpause beendet, weiterfahren. Wir sind kurz vorm Ziel und die machen die ganze Zeit irgendwelche Abstecher. Ich meine, der letzte hat sich ja gelohnt. Ja, Final Fantasy 7. Was ist das für ein Geruch? Salzige Luft. Wir müssen an der Küste sein. Oh, wow. Ist das schön. Erholsam hier. Ja, doof, dass leider die PS4-Version von Final Fantasy 7 Remix so ein bisschen grafisch-technisch nicht das war, was man sich erhofft hatte. Es war gut. Aber zum Beispiel diese mauen Texturen an manchen Stellen. Könnte ich jetzt einschlafen? Jetzt schlafen? Also, ich habe mir schon gesagt, wenn die PC-Version vom Final Fantasy 7 Remake ein bisschen günstiger ist, werde ich mir die nochmal kaufen und das nochmal auf dem PC spielen. Vielleicht machen wir das auch nochmal irgendwann im Stream zusammen. Mal gucken. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das nochmal sehen wollt. Das Final Fantasy 7 Remake in der PC-Version. Wow, seht ihr diese riesige Brücke? Klar, schwer zu übersehen. Sie führt über einen der größten. Vor allem bin ich mal hauptsächlich gespannt, wie sie es schaffen, die offene Spielwelt in Final Fantasy 7, die es im Original dann so gab, beziehungsweise die große Map, wie sie das halt
jetzt im Remake umsetzen wollen. Können wir uns das mal anschauen? Höchstwahrscheinlich wird es dann auch mit Schnellreisen funktionieren. Und dann können wir dann höchstwahrscheinlich auch so von Insel oder zum Part von irgendwelchen Städten hinreisen. Denke ich mal. Sind wir da? Was will sie sich denn angucken? Steigen die ganze Zeit nur aus. Was ist denn hier? Ach, das Refugium da unten. Das hat doch wieder was mit Kämpfen zu tun. Ich seh's doch schon. Hier unten kann man Items einsammeln und da sind wieder Gegner. Bis wir da sind, haben wir einfach mal 20.000 Erfahrungspunkte. 20.000 Erfahrungspunkte. Aufheben. Oh, was für eine hübsche Farbe. Silber, General. Ja, schon. In das Refugium bin ich doof. Achso, muss hier runter. Ja, ich muss zwangsweise wohl an den Gegnern irgendwie vorbei. Dann können wir sie auch direkt mitnehmen. In einem Rollenspiel wäre das der perfekte Ort zum Erfahrungspunkte sammeln. Diese Anspielung. In einem Rollenspiel wäre das der perfekte Ort zum Erfahrungspunkte sammeln. Großartig doch! Echt lässig. Ziemlich sick, würde ich sagen. Da unten kann man sogar noch angeln. Es ist noch helllichter Tag, deswegen finde ich, ja, Refugium schön und gut, aber brauchen wir das unbedingt? Weil ich könnte meine Erfahrungspunkte dann halt einlösen und dann dafür FP bekommen. Oh, schön hier. Ganz schön windig geworden. Noch die Frisur. Ich frage mich, ob das ein Sturm ist oder nur das Terrain. Sorg dich lieber darum, dass dir nichts wegfliegt. Hier liegt sogar noch was. Was haben wir denn da? Erdsphäre. Okay. Not that bad. Und da hinten haben wir noch eine Anlegestelle. Da wären wir. Ja, nett hier. Guck mal, da unten glitzern auch noch ein paar Sachen. Acer Atem. Grüner Drache. Innenseite. Vielleicht könnten wir noch einen Fisch fangen. Komm, angeln wir in der Runde. Ein Fisch. Einen nehmen wir mit. Da ist was im Wasser, was blau leuchtet. Bestimmt ein seltener Fisch. Angelzubehör, was haben wir denn da? Köder. Haben wir gerade bekommen. Ja, die Rute ist die beste. Die Spule ebenfalls. Nein, wir haben sogar noch eine bessere. Ne, die ist nur neu. Die haben wir ausgerüstet. Okay, versuchen wir das nochmal. Aha. Hoffentlich beißt was Großes an. Ja, hoffentlich. Das Angeln in diesem Spiel ist halt echt nicht einfach. So, jetzt. Der Fisch will nicht. Oh Mann.
Da hinten sind noch zwei. Ob das klappt. Oh yeah. Da. Oh Gott. Gott, was ist das für ein Biest? Und Fisch? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Die Schnur. Aha, er versucht zu springen. Das kannst du knicken, mein Lieber. Konzentrier dich! Konzentrier mich doch! Klasse! Du hast einiges gelernt. Nice, hat geklappt. Dunkler Aloro, Seebarsch. Wir hängen hier jetzt schon ziemlich lange rum. Angeln beenden. Okay, haben wir den Angelskill von Nocht auch nochmal ein bisschen ausgearbeitet. Keine Lust nochmal da hochzulaufen. Die Porten und so. Ja, Angeln finde ich halt in diesem Spiel halt echt nicht so spannend. Aber dafür ist es schon relativ entspannend. Aber ja, ich werde den Angelskill trotzdem bis auf Max bringen, weil... Du bist gibt also halt ein Achievement dafür und... Das bin ich. Gladi, hilfst ich weiß du gar nicht, nicht? Was... Was gibt's eigentlich, wenn man komplett... Ich kann nicht gucken. Ich muss nochmal nachschauen, was es gibt, wenn man den Skill auf Max-Level hat. Ich bin fürs Tischdecken zuständig. Eine weiß ich aus dem Kopf nicht mehr. Habt ihr Jungs. Sind wir da? Ja, hier ist es. Ignis, danke fürs Fahren. Gerne. Hoffentlich geht es Talcott gut. Da wären wir. Wie angenehm, andere Leute zu sehen. Die Frame wird einfach mal komplett auf 30 FPS runtersteigt. I don't know why. Das Spiel ist manchmal echt ein bisschen strange. Ah, guck mal, das ist Sydney. Da oben. Aber die Aussicht ist bestimmt gut. Hey. Ach, da seid ihr ja. Habt den Wagen gehört. Vielen Dank, dass ihr mich mitgenommen habt. Kein Problem. Und? Großvater, schraubt am Boot rum. Das dauert sicher noch eine ganze Weile. Ist es kaputt? Naja, ein paar Teile sind hinüber. Das Boot hat schon bessere Tage gesehen. Na, großartig. Aber Großvater gibt nicht auf, ehe das Boot wieder in Schuss ist. Allerdings braucht er ein paar Ersatzteile. Könntet ihr euch darum kümmern? Was meint ihr? Ja, selbstverständlich. Etwas Hilfe hatten wir schon von Dustin und Monika. Die beiden haben fast alles aufgetrieben. Ich bin ziemlich beeindruckt von ihnen. Sie gehörten nicht umsonst zur Königsgarde. Das Einzige, was die beiden nicht aufspüren konnten, ist ein seltenes Mineral namens Mithril. Dieses Erz wird hier nicht abgebaut. Wo läuft sie denn jetzt hin? Der kleine Stups aus Insomnia hat uns aber einen Tipp gegeben. Talcott? Genau. Der Junge ist echt nicht auf den Kopf gefallen. Am besten ihr fragt ihn. Er kann euch mehr sagen. Okay, machen wir. Mit Sydney reden. Am Boot. Nehmt's mir nicht übel, aber ich werde in der Werkstatt gebraucht. Tut mir leid, aber ihr kommt klar, oder? Hallo, so, klar. Das hier ist unser neues Zuhause. Bitte tritt ein. Ach, da oben. Genau, Sydney bleibt bei denen in der Werkstatt und Sid ist hier.
Und diese bescheidene Hütte wird unser neues Hub für die nächsten Folgen sein. Hat Tante Sydney euch schon erzählt, dass sie für die Reparatur des Bootes ein Mineral namens Mithril braucht? Nördlich der Wasserfallhöhle gibt es einen See und eine alte Ruine. Dort gibt es angeblich Mithril. Das habe ich aus Opas Notizbuch. Gut Fact. Wir gönnen uns jetzt erstmal einen Nap. Wir müssen nochmal raus und mit Iris reden. Dann quatschen wir nochmal mit ihr. Der See, von dem Talcott gesprochen hat, muss der Vesperspiegel sein. Ich habe Monika darum gebeten, sich dort umzusehen. Sie meint, dass der Weg dorthin vom Imperium abgesperrt wurde. Bereitet euch also gut vor, bevor ihr fahrt. Oder seid ihr schon fertig zum Aufbruch? Nö, sind wir noch nicht. Hast du denn eine Pennmöglichkeit? Ich glaube, wir müssen direkt weitermachen. Gut, hier speichere ich nochmal. Da drüben liegt noch was. Glassphäre. Wir müssen hier ein Ding nach dem anderen machen. Komm nicht mal zum Ruhen. Am Ende habe ich irgendwie 50.000 Erfahrungspunkte. Aber da ist ein Bett. Auch wenn es mir nicht auf der Map angezeigt wird. Da ist was. Nimm's mit. Genug geschafft für einen Tag. Genau. Heute Nacht werde ich gut träumen. Ist ja auch schon spät. Iris. Gutes Timing, Prompto. Gutes Foto. Ein Foto von Sydney. Ist das etwa Gentiana? Tatsache. War sie denn überhaupt dabei? Gentiana war doch gar nicht da. Wenn sie auf dem Foto ist, dann muss sie wohl da gewesen sein. Seltsam. Ich erinnere mich gar nicht, dass sie dabei war. Sie ist wie ein Schatten. Gut. Ich muss mal ganz schnell wohin. Muss nochmal Licht anmachen. Es wird langsam dunkel und dann bin ich sofort wieder zurück. Bis gleich. So, weiter geht's. Ich habe mir nochmal von meinen EP, FP mal nicht. Ich hatte mir mehr Leben geholt. Das heißt jetzt, wir haben mehr Lebenspunkte als vorher, weil Gladio zum Beispiel hat doppelt so viele. 2000. Und wir haben jetzt 1425 für Noctis. So, dann sagen wir Iris Bescheid. Der See, los geht's. Von dem Talcott gesprochen hat, muss der Vesperspiegel sein. Ich habe Monika darum gebeten, sich dort umzusehen. Sie meint, dass der Weg dorthin vom Imperium abgesperrt wurde. Bereitet euch also gut vor, bevor ihr fahrt. Iris, lass uns bitte kurz allein. Was? Oh, dann warte ich drinnen auf euch. Jungs, ihr findet das Mithril doch auch ohne mich, habe ich recht? Wie jetzt? Ich würde mich gerne etwas abseilen. Kein Problem. Wir könnten dich eh nicht aufhalten. Du kennst mich einfach viel zu gut. Also, bis dann.
Der Wasserfall muss irgendwo hier in der Nähe sein. Talcott meinte, dass er nördlich von hier sei. Das Imperium ist sicher schon dort. Wir müssen vorsichtig sein. Natürlich sind sie dort. Dreierpack zur Stadelif. Wie heißt das? Stadelif-Ruine begeben. Ja, wir brauchen Mithril. Und das bekommen wir an dem Ort, wo das Imperium jetzt natürlich auch zuschlägt. Ich denke, das Imperium hat das Gebiet hier abgeriegelt. Sieht nicht aus, als wollten sie uns aufhalten. Ich fürchte, wir werden bereits von jemandem erwartet. Ich ahne auch schon von wem. Langsam habe ich genug von ihm. Kanzler Isonia. Ich werde mich nicht beschweren, wenn er uns reinlässt. Wer weiß, ob er uns auch wieder rauslässt. Außer ja, der Tunnel ist hinter uns. Ich wünschte, General zugegangen. Bei uns. Wo ist er überhaupt? Was er wohl gerade macht? Im Gegenzug für ihre Hilfe beim Aufspüren der Königsgräber erledigt er ein paar gefährliche Monster für die Meldatio-Jäger. Wie immer nicht zu stoppen, was? Boah, ist einfach ein Badass, der ist nicht aufzuhalten. Hier geht's nicht weiter. Ja, dann müssen wir die Gefahr wohl aus dem Weg räumen. Wir müssen vorsichtig sein. Bam! Multikill. Ich steck dir den Rücken. Ich verlasse mich drauf. Schluss jetzt! Weiter geht's. Ja. Läppisch. Ich höre Magitech-Motoren. Ja. Blitzra, komm schon. Ich kann auch keine Feuer annehmen. Dreieckkette Stufe 53. 57 Reflexverstärker. Fünferkette. Ja. Synthese. Magitech Motoren. Wir können gar nicht mit dem Regal hier weiterfahren. Wirklich? Schon wieder? Ihnen wird Hören und Sehen verschlafen. Level 47. Ignis, nicht schaffen! Jawohl, ja. Was machen wir denn jetzt mit dem Regal hier? Endlich genug Platz hier hinten. Gladio braucht die halbe Bank, was? Wir müssen Ignis fahren. Ja, das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Ich wollte noch was nachschauen. Und zwar, wie sieht es bei Ignis aus mit Sammeln? Das ist Stufe 2, aber Prompto durch... ja, er hat seine Fähigkeit schon maximal, deswegen nehmen wir jetzt Sternhülle. Dann können wir im nächsten Kampf das mal ausprobieren. Er braucht, glaube ich, 2 Kommandobalken oder einen. Irgendwas um den Dreh. Die besten Fähigkeiten verbrauchen direkt 3. Aber es gibt, glaube ich, eine Fähigkeit bei den Skilltrees,
dass sich der Kommandobalken bei kritischen Treffern doppelt so schnell auffüllt oder irgendwas war. Also es gibt für den Kommandobalken auf jeden Fall noch ein paar Skills, die wir ausbauen können. Das ist eigentlich ein Foto wert. Klar, nur zu. Okay. Shooting am See. Na gut. Warum dreht der denn jetzt um? Wir müssen da runter. Ja, warum nicht? So ein kleiner Abstecher. Meine Güte. Es gibt Erfahrungspunkte, also. Warum eigentlich nicht? Ich erinnere mich an diese Stelle hier. Ja, ich glaube, hier müssen wir später auch nochmal hin. Weil ich glaube, hier ist ziemlich viele starke Monster plus, ich glaube, eine Königswaffe gibt es hier in der Nähe. Sicher bin ich mir aber nicht mehr, aber irgendwas war hier. Refugium gibt es hier. Bei so einem Wetter aus und laufen rum? Weil du ein Foto machen willst, Diese Pflanzen sehen aus wie Bananenbäume. Er wollte ein Foto machen, dann machen wir ein Foto. Meinst du, oh, Gladio ja. kommt bald wieder? Ich weiß bin ja nämlich nicht sehr gut an diesem Ort. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Achtung, Aufnahme! Bilder mit uns allen drauf finde ich am besten. That's true. So, dann wieder zurück zum Regalia und dann geht's weiter. Hauptmission. Ich glaube aber, zeitlich schaffen wir es in dieser Folge nicht mehr, so leid es mir tut. Weil das ist schon noch etwas weiter weg. Das so weit weg ist es nicht mehr. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir dann noch irgendwie zwischenspeichern können oder sowas. I don't really know. Ich gehe mal zum Refugium, damit wir das auch auf unserer Map haben. Mich dahin navigieren kann. Plus die Magie nehme ich noch mit. Wenn wir schon gerade hier sind, ist es nicht so der immense Umweg. Schade, dass Magie meistens nur an Refugien zu finden ist und nicht sonst irgendwo in der Welt. Das limitiert die Nutzung von Magie leider so ein bisschen. Man kann halt nur bis zu 99 halt aufsaugen. Bin mir nicht mehr sicher, ob es im Magie-Skill Fertigkeiten, Statuswerte, Königswaffen, hier Magie. Synthese, Effizienz. Zusätzlich 50 Kraftpunkte. 100 Kraftpunkte. Generiert bei der Magiesynthese 2 zusätzliche Zauber. Wie viel FP man braucht denn noch? Wie viel waren es? 333.999. Mit der Magie aller Gefährten. Ja, die Energiemenge, die aus Elementarquellen absorbiert werden kann. Ja, okay. Das hole ich mir als nächstes, dann können wir ein bisschen mehr Magie mitnehmen. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Sache. Weil ich nutze Magie relativ häufig. Und Magie ist ja auch an sich sehr stark. Wenn man weiß. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. Welcher Gegner anfällig gegen welche Magie ist.
die nächste Straßensperre. Hier räume ich auf. Du führst, ich folge. Ah, guter Plan. Einfach mal dezent weggeschleudert. Das war einfach. Mehr als einfach. Lasst nichts liegen. Okay. So, das muss er einmal wenden. Und weiter. Also los, Bewegung. So, wir sind am Ziel. Den Rest hätten wir eigentlich auch laufen können, aber besser den Regal hier stehen lassen. Bei den Rest müssen wir laufen. Im Radio meinten sie, es gibt keine Engpässe. Obwohl, vielleicht schaffen wir es die Folge dann doch noch. So 10 Minuten machen wir noch. Oh ja, die Ruinen, ja, ich erinnere mich an diesen Ort. Oh mein Gott, das ist hier super anstrengend alles. Ist es schon Abend? Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Oh, hier können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Na dann mal los. Also dann... Ey, nicht fair. Prompto ist tot. Hier, Großschwert. Oh, es gesellt sich noch jemand dazu. Ist immer noch vergiftet. Warum geht es nicht weg? Jetzt. Schon wieder, ja. Das ist es. Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Ach, weil wir Basiliskenfleisch haben von den Vögeln. Ja gut. Ja. Oh, warte mal. Kaputte Taschenuhr. Die nehmen wir noch mit.
So, hier sind die Ruinen, von denen gesprochen wurde, und hier sollen wir da Mithril finden. Da liegt noch ein Büchlein. Ulrich Gambels Jagdtagebuch 6, die Abreise. Man hat mich abberufen. Ab sofort soll ich in die Kolonie in das Kai beschützen. Der Auftrag gefällt mir. Schließlich kann ich mich nicht mehr so leicht verlaufen, wenn ich an einer Stelle stationiert bin. Zum Abschied hat mir mein Freund aus Lestalum gute Kleigner Hausmannskost zubereitet. War verdammt lecker und wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Köstlich. So, ein neues Rezept gab's auch. Ach, guck mal, wer da wieder da ist. Aber wir talken gleich mit ihm und nehmen das erstmal mit. Oh, meine Herren, ihr hier? Und da ist er auch schon. Da ist er auch schon. Ich bringe euch an den Wachen vorbei. Aden. Keine Sorge, ich rede mit den Jungs. So, Kinder, auf geht's. Entfernt euch nicht zu weit von mir. Sicher wollt ihr unnötigen Ärger vermeiden. Besonders jetzt, wo ihr nur noch zu dritt seid. Nanu, keine schnippischen Bemerkungen heute? Wir haben dir nichts zu sagen. Treibt euch der Durst nach Wissen über verlorene Zivilisationen her oder doch eher Mithril? Ich glaube, der Typ kann Gedanken lesen. Mithril ist ein äußerst kostbares Mineral. Kein Wunder, dass das Imperium hier niemanden reinlassen will. Und? Gibst du uns jetzt welches? Was? Das habe ich nie gesagt. Na toll, wir brauchen Frechheit. Das aber. Ihr müsst es euch schon selbst verdienen. Das macht das Ganze doch keinen Spaß. Wir brauchen Licht. Okay. Oh ja, ich weiß, was jetzt kommt. Oh ja. Was macht er denn jetzt bloß? Keine Ahnung. Alles klar, ihr könnt durch. Das wird sehr spaßig. Guck mal, wir können bei diesem Typen sogar Waffen kaufen. Obwohl sie zum Imperium gehören. Eisbrand. Hart. Nein, da haben wir schon. Eisspeer. 133. Ja, den hat er. Assassin-Dolche. Rebellion. Donnerschild, Flammenschild. Engelsohrringe. In diesen Ohrringen wurde das Bildnis von Engeln eingraviert, erhöht die Magie. Oh, so tolles Zeug hat er nicht dabei. Okay. Na, Frau Highwind, Sie auch wieder hier? Ihr wollt also die neuen Rekruten sein. Bereit für mein Spezialtraining? Prinz Noctis, habe ich recht? Locker. Ich bin schließlich im Kern noch immer eine Söldnerin. Solange ich bezahlt werde, tue ich so, als wüsste ich nichts. Los, zück die Waffen. Hä? Denkt ihr, ich kämpfe alleine? Ich wurde bezahlt, damit ich euch helfe. Aber ihr müsst schon selbst mit anpacken. Aranea hat sich vorübergehend der Gruppe angeschlossen. Solange sie euch begleitet, kannst du weder angeln, noch den Regalia oder ein Schokobo benutzen. Jungs, seid nett zu ihr. Commodore Aranea Highwind, darf ich bitten? Commodore? 64? Lässt sich bei Tage nicht betreten. Wenn ihr rein wollt, müssen wir warten, bis es dunkel ist. Der Sturm hat sich gelegt. Ich bin kurz weg. Pass auf. Ich bin kurz weg. Pass auf. Ja. Man sieht da schon an ihrer HP, dass sie ordentlich was auf dem Kasten hat. Wenn wir im Menü sind, wird sie halt nur am Rand angezeigt. Wir können aber bei ihrer Ausrüstung gar nichts machen oder sowas. Weil alles ausgegraut hat. Aber man kann sie so ein bisschen inspizieren und gucken, was sie überhaupt für Skills hat. Lufthoheit, Drachenreiterlanze. Sie ist eigentlich mehr so ein Dragoon. Oder Dragoner. Ja. Hier, Drachenrüstung. Die hätte ich irgendwie gern, weil die jetzt sehr geil aussieht, aber... Ich frage mich, was das mal war. Weißt du? Können wir hier speichern? Das passt.
Gut, denn wir werden diesen Tempel betreten und Mithril sammeln das nächste Mal. Und deswegen machen wir hier an dieser Stelle erstmal Schluss und werden mal gucken, wie dieses Bündnis vonstatten geht, das wir jetzt geschlossen haben mit ihr, einer Söldnerin, die für die Niffen arbeitet. Ja, was uns in diesem Tempel erwartet, weiß ich noch, glaube ich, grob. Aber das erfahren wir natürlich selbst in der nächsten Folge von Final Fantasy XV und hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es weitergeht mit unserer lustigen Truppe. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.